Also wenn er kurz ausharrt und sich dann umdreht. Also nicht jetzt. Na, jetzt sowieso nicht. Oder doch jetzt? Nee, da guck, das macht er schneller und bei dem anderen, da wartet er. Also jetzt. Jetzt darf ich dann endlich. Ah, jetzt schwingt er wieder mit dem Kopf. Aber ich habe zum Glück gleich den richtigen Weg genommen hier. Los, komm, dreh dich schnell um. Da. Ich wollte eigentlich mit diesem Seil, aber ich wusste nicht, ob der so weit nach oben schießen kann damit. Und ich da wieder faile wegen irgend so einer Sache, die nicht funktioniert, dachte ich mir, nö, kletterst du schnell. Wobei schnell wäre das gewesen hier. So. Da oben. Ist er das? Ja. Yong, du Yong oder Yang, ja du Yong. Irgend sowas. Was ist das? Ja, das sind zwei Wege, die ich hätte gehen können. Alles klar. So wie ich das gerade sehe, war meiner sogar der einfachere, oder? Nein, war er nicht. Ich glaube, ich muss den anderen Weg gehen, oder? Ich kann von. Nee, ich kann von hier unten geht's auch. Nein, ich komme ja auch hier die Seite hoch. Da sollte ich nur mal schauen, dass der sich da nicht umdreht. Der dreht sich ja einmal um, aber hier habe ich wieder Säulen. Das wird sehr knapp. Oder hier so oben drüber gehen. Da. Er guckt da aber leicht hoch. Also ich glaube, soll ich es probieren? Ja, jetzt war ich mir ein bisschen unsicher. Ich will erstmal wissen, ob der hier hoch kann. Okay, das geht. Da muss ich nur schnell genug durchkommen, dass er nicht hochguckt. Ja, perfekt. So, hoffentlich hört der mich da jetzt nicht. Ich glaube, es gab auch eine Herausforderung, dass man den mit einem bestimmten Attentat erwischen muss. Der Sklaventreiber. Jawohl, 10 Uplay Coins oder Punkte oder wie man das nennt. Da kann man Sachen von kaufen. Habe ich letzte Mal hier ein Schwert geholt und weiß gar nicht, was dann noch dabei war. So ein paar Themes und ich glaube sogar das Outfit von Ezio aus dem zweiten Teil. Weiß gar nicht, ob ich das hier auswählen kann. Gucke ich direkt mal nach. Oh, das war mal wieder gut, ey. Ich brauche hier auch mal ein Erfolgserlebnis nach den letzten Parts. Bah, da hätte ich mich aufregen können. Fortsetze. Mehr Wurfmesser. Rutschkill, genau. Damit muss man ein Attentat machen. Bei einem bestimmten Endgegner. Also ganz normal, wie man rutscht. Und dann während des Rutschens X oder Y. Arglosen Gegnern ausführen. Also doch nicht bei einem Endgegner. Oder meint die arglos jemand, der mich nicht sieht? Also von hinten. Was? Sprungkill auch? Oh cool, das ist ja nice. Das ist das, was ich eigentlich die ganze Zeit schon machen wollte. Ich renne immer drauf und dann führt ich es aber nicht aus. Aber da muss ich springen dabei drücken. Darf ich dann nicht vergessen. As you slide past an enemy, use your sword to deliver a killing blow. Yes. Try again. Ja, ich weiß, ich hab was vergessen. Hä? Ah, ich hab schon wieder was vergessen. Links tiefer. Krass, guck mal. Voll geil. Matsch. That's it. Wie oft denn noch? Ich dachte jetzt mit Sprung. Ja. Leap through the air. Plunge your sword deep into your enemy. Try
try again. Ja, da muss ich aber spät abspringen. Excellent. Alles klar, aber oh geil, endlich kann ich von hinten so eine Sachen machen hier. Schnell drauf zu rennen und ich muss vorher nicht mehr abbremsen. Da habe ich ja übelst gefailt. Na, da war auch keine mehr. Cool. His body is still warm. The assassin cannot. Bedeutet aber dann auch, das Spiel geht noch ein bisschen. Ich habe ja vorhin den Trailer von wie heißt der denn? Let us show them that their actions. Dan London spielt gesehen. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Das werden wir auf jeden Fall auch Let's Playen. Ja, also das werde ich auf jeden Fall auch Let's Playen, das neue Assassin's Creed. Das Chronicles muss ich mal sehen, also ob ich jetzt Indien spiele, weiß ich nicht, aber ich denke mal Russland, also Russland, ich glaube Russland ist dann der dritte Teil, den könnte ich mal wieder Let's Playen. Ich denke, ich werde es einfach anzocken, so die nächsten Chronicles, und wenn es mir gefällt, dann Let's Plays. Ich wollte aber mal hier eben gucken, ob ich diese Sachen, die ich gekauft habe, irgendwie auswählen kann. Uplay, also so richtig geht's noch nicht. Bei Uplay war, ging das nicht auszuwählen. Wie schnell du ihn beendest. Okay, also diesmal geht's um Schnelligkeit. Das heißt, du kannst gleich durchrennen. Was heißt denn das? Ja, soll ich das ausmachen oder was? Ach, leck mich, das ist jetzt dein Problem, nicht meins. Oh. Warte mal, gleich auf die Karte gucken, dass ich mitnehme, was ich mitnehmen kann. Wenn das schnell gehen soll, ist jetzt wenigstens mal Abwechslung. Das habe ich mir ja gewünscht. Oh. Ich glaube, das geht nicht. Hä? Okay. Komm, spring! Lauf, Mädel! Jo! Jawoll! So, ich gehe schon mal ganz kurz in die Richtung. Da war aber nichts. Eigentlich braucht man nur auf der Karte schauen. Und oh, das ging ja gar nicht hier. Warum nicht? Ah, rutschen. Habe ich so sogar den falschen Knopf gedrückt, ganz kurz. Jo! Schnauze da oben. Jetzt ging's nicht. Oh, zum Glück. So, wo muss ich hin? Ah, da hinten ist ein Fragment. Hä? Was hat der denn für ein Problem? Ist kein Gegner? Nö, ist gar keiner. Tatsächlich nicht. Ah, ich springe mal ein bisschen zu früh. Schon wieder, wie gerade. Ah, wahrscheinlich arglose Gegner. Hier muss ich wieder rutschen. So, kurz gucken. Ja. Warum das jetzt? Der hätte ja auch mal gleich abspringen können, ne? Yo. Oh, hier brennt gleich alles ab. Da kommt's schon. Au, weia. Was juckt mich der Typ da, ey, ganz ehrlich? Der lebt doch eh nicht mehr. Das hätte ich's doch nicht geschafft, hätte ich den gekillt. Und wie gesagt, ist egal wie viel ich kille, schnell durchkommt, da gibt's mehr Punkte für. Und ja. Ich dachte schon, ich muss auch noch über das Fass drüber. Schnell! Boah, das ist mal ein bisschen hektisch, aber das ist Abwechslung jetzt endlich mal. Ich weiß nicht, ob ich immer die richtigen
Kills auswähle. Boah, geil. Jetzt geht das alles, ne? Fette Scheiße. Ach hier. Fast schon in das Feuer gerannt da. Jetzt den Masten hier hoch. Ist das nicht das Schiff vom Anfang? Das sieht so aus, ne? Jawohl. Das ging aber am Anfang noch nicht. Ist jetzt darüber? Ja. Spring. Boah, spring. Und. Oh gut. Und jetzt. Nein. Boah, das macht da immer Fehler. Ich will immer B drücken zum Synchronisieren. Ja, ich wollte rutschen jetzt. Egal. Ja, wieso willst du da runter, wenn hier dieser blöde, blutige Pfad Gottes ist? So, habe ich jetzt hier. Ah, sehr gut. Noch ist es nicht verpasst, aber ey, da komme ich doch nicht hin, oder? Doch. Eine schöne Wolke. Ja, manchmal könnte es ein bisschen schneller gehen, so das Hochklettern. Kann ich jetzt hier. Ach so. Alles klar, da muss ich jetzt lang. Ey, hast du viel gesoffen hier? Boah. Das war aber echt ein bisschen gucken, dass einen das nicht verwirrt hier, wo man hinspringt und so. Das Schiff da hinten ist ja geil. Hui, das geht voll kaputt. Und. Ach, schade. Ah, hier, das fetzt auch, ja. Die Titanic geht unter. Ich schau nochmal nach. Oh, muss ich da hin oder? Ich glaube, ich muss da hin. Soll ich zurückgehen? Nein, das wäre das nicht so gut gewesen. Oh, da kommen wir jetzt auch nicht mehr hin, oder? Wobei der Checkpoint relativ weit hinten ist gerade. Da muss ich mal ein bisschen öfter auf die Map gucken. Dass ich das hier nicht verpasse. Boah, wo war das denn? Wieso ist das jetzt weg? Ja, eben. Und ich dachte, das wäre hier geradeaus weiter. Ich mache einfach mal den Weg. Das muss da irgendwo auf der Ebene gewesen sein. Ja, komm, dreh dich um. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, so lange zu stehen und. Ach du Scheiße. Nein, da kommst du gar nicht durch. Also nicht auf die Schnelle. Also wird es dann wohl dieser Weg bleiben, aber ich muss mal auf diese Scherbe aufpassen. Der Besoffene ist immer noch da, sind sogar zwei hier. Da vorne hängt nur einer direkt über die Reling. Das Schiff geht weiter kaputt. Soll irgendwo noch einen Weg dazwischen geben, hier rüber. Sieht man das nicht so eigentlich ganz gut? Da gibt es keine Möglichkeit. Jo. Das ist aber jetzt richtig bescheuert gewesen. Wieso sind die da hängen geblieben? Alter. Ja, das meinte ich. Also, diese Bugs. Diese Bugs-Bunnies hier. Schlecht die Kamera jetzt auch gerade mitkam. Boah, mach das doch nicht so. Spring doch darunter. Schon wieder, ne? Aber diesmal hat sie sich festgehalten. Ah, ich verstehe. Muss ich ganz schnell jetzt hier rüberlaufen. Jetzt habe ich es auch erwischt, ne? Jetzt zeigt es das nicht mehr an. Alles klar. Oh, warte mal. Auf der Ebene war jetzt nichts mehr. Okay.
Boah, ist manchmal echt. Oh, hier bloß keinen Doppelsprung probieren, weil ich weiß doch, das kann sie nicht. Boah. Alter. Los, lauf. Boah, ist das krass. Wow. Nein, das Wasser steigt. Oh, das Feuer auch. Oh, weia. Boah, Alter, ist das krass. Schnell. Boah, hier kann ich noch ein bisschen Zeit gut holen. Guck mal, gut holen. Ja, guck mal, ich kann schon gar nicht mehr richtig quatschen, ey. So hektisch wirkt das alles gerade. Pause. Erstmal gucken. Ja, genau. Jawohl. Ab in die Brühe. Hier kommt man mein Boot. Hast du meine Xbox? Wenn nicht, dann verpiss dich. Schön, ne? Er hat's zerstört. Das Schiff ist down. Gea. Was, ich bin 9 Minuten gegangen? In diesem Level jetzt? Das ist doch insgesamt, oder? Warte mal. Mel. Nee, also verstehe ich nicht. Oder ich habe ja ein paar Mal wiederholt. Okay, wenn das dazu gehört, ne, kann schon sein. Lärmpfeile.